Clay nutzt sehr wirksam seinen Vorteil in der Reichweite. 25 Zentimeter, um sich von der linken Quarries fernzuhalten. Quarry platziert einen Schlag voll auf den Solarplexus, gefolgt von einem linken Haken aufs Kinn. Keiner von uns kann sagen, wie diese Begegnung ausgehen wird in Anbetracht der 3,5 Jahre Pause. Er ist erst 28 Jahre und es ist eine echte Erfahrung. Bislang hat er sich in ausgezeichneter Kondition gezeigt. Jerry Quarry in der blauen Hose versucht, zwischen Alis Fäuste zu gelangen. Clay ist eindeutig der schnellere von den beiden und es ist ihm bislang gelungen, sich außer Reichweite dieses linken Hakens von Quarry zu halten. Quarry hatte vor Kampfbeginn geäußert, dass er versuchen würde, zwischen Alis Fäuste zu gelangen, um ihm den Angriff zu erschweren. Bisher ist ihm das nicht gelungen. Guter linker Haken von Quarry auf den Körper, ein guter Test. Clay benutzt seinen linken Jab wie einen Kolben. Durch die ständig wiederholten Schläge erschwert er Quarry die Angriffsmöglichkeiten. Bei Jerry Quarry ist eine leichte Rötung über dem rechten Auge sichtbar. Quarry hat eine Verletzung über dem linken Auge. Die Wunde blutet stark. Und noch einmal. Links-Rechts-Kombination von Clay. Quarry schlägt zurück, doch die Wunde hat sich geöffnet. Sie sehen die Uhr. Noch 15 Sekunden. Da ist der Gong zum Ende der dritten Runde. Jerry Quarry geht zurück in seine Ecke, wo seine Trainer Teddy Bantam, Lou Gross und Roy Ketchum sich um seine Wunden kümmern. Ringrichter Tony Perez steht direkt an seiner Ecke und begutachtet ihn. Jetzt ruft Perez nach dem Arzt. Quarry ist aufgebracht darüber. Bantam versucht, ihn zurückzuhalten. Ringrichter Tony Perez erklärt den Kampf für beendet, offenbar aufgrund einer Augenverletzung. Die Wunde sieht schlimm aus, Tom. Wir können es beide deutlich sehen.
Waren Sie mit Ihrer Treffsicherheit heute Abend zufrieden? Mir fiel in der ersten Runde auf, dass Sie ein paar Schläge verfehlten. Ich meine, niemand erwartet, dass jeder Schlag ein Treffer ist. Meine Treffsicherheit ist einwandfrei. Quarry ist schwierig, er ist ein guter Boxer. Ich verfehlte zwar ein paar Schläge, er traf mich nur ein, zwei Mal auf den Körper, nicht ins Gesicht. Und was mein Timing angeht, so denke ich, dass ich jetzt sogar stärker bin als früher. Ich glaube,